Stufe 9, IS-3, 2. Jo. Ist eigentlich dasselbe wie beim 8er, nur dass der halt nochmal mehr Alpha hat, bessere Pen, bisschen bessere Panzerung. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Und Panzerung ist natürlich am Turm auf jeden Fall eine Nummer. Mit 280 hier an der Turmfront, an der stärksten Stelle. 260, aber halt dann immer alles leicht abgerundet. 240, dann hier 220. Und dann geht es halt immer weiter nach außen. 145 Oberwanne. Und da kommen wir schon langsam zu einem Knackpunkt. Es ist die normale IS-3-Wanne. Und die kommt auf Stufe 9 dann schon ein bisschen an ihre Grenzen. Wir haben 145 mit einem guten Winkel und der Pike Nose, wenn wir gerade stehen. Wenn wir aber anwinkeln, als Sidescrabben, dann wird die Platte gerade halt, je nachdem, wo wir hinwinkeln. Da wird es dann schon schwierig. Wir haben 120 Unterwanne. Das ist okay mit einem guten Winkel. Hier 90 mm oben. 80 mm die untere Wanne. Davor halt noch die Schottpanzerung. Schottpanzerung 30 mm, normal wie bei der IS-3. Und ja, also man kann damit auf jeden Fall arbeiten. Aber man sollte nicht übermütig werden. Mit dem Turm habe ich gemerkt, mit dem Turm kann man super arbeiten. Der Turm ist echt gut. Die Wanne, wie gesagt, IS-3 stößt an ihre Grenzen dann leicht schon. Geht noch, aber ja, ist halt einfach kein. Aber was nimmt man da als Vergleich? STI oder ST1, keine Ahnung, wie man es jetzt richtig ausspricht. Ist das jetzt ein 1 oder ein L oder ein I? Keine Ahnung. Der ST. Gut, 257 ist eh ein Objekt, der durch seine Winklung allein schon egal viel Panzerung generiert. 705 ist auf der Stufe auch echt ein brutales Frontschwein. T10 ist noch ein bisschen leichter. Ja, der könnte vielleicht sich so hier mit eingliedern. Wenn man den spielen kann, ist der aber auch gut. Also IS-3-2 auf jeden Fall nicht schlecht von der Panzerung. Aber auf die Wand ist nicht so ganz verlassen. Turm ist auf jeden Fall stark. Immer auf die Werte. Ich habe dasselbe hier drinnen wie beim 8er. Deswegen hier auch erhöhte Motorleistung. Wir fahren knapp 40 vorwärts, 15,7 rückwärts, 13,4 PS pro Tonne, 1800 HP. Für 9er, das geht schon. Ja, Sichtweiterkennbarkeit ist hier fast identisch. Seht ihr schon, 413 zu 412. Ist halt blind wie ein Schwein. 20 Grad nach oben, 8 Grad nach unten. 8 Grad Gun Depression. Damit kann man wirklich leben. Für einen Russen ist das sexy. Wir haben einen Reload von 9,6. Wir haben eine Genauigkeit von 0,37 und eine Zielauffassung von 2,4. Gun Handling ist hier nicht mehr ganz so gut. Genauigkeit geht noch weiter runter, wenn ich den Perk mit drin habe. Wie gesagt, die Mannschaften habe ich jetzt alle schnell drin, aber 10% davon, das ist ja der Standardwert noch, heißt, wir würden dann so. Boah, jetzt habe ich gerade übelst den Denkfehler. Doch auf 032, glaube ich, runterkommen. Ne, 033. 033 wäre dann mit der Genauigkeit. Wir haben hier AP und APC auch wieder. Kommen wir auf eine DBM von 2400. Das, ja, ist okay. Wir haben 243 Pen auf der AP, 292 auf der APCA. Damit kann man leben. 390 Alpha, 390 endlich. Das ist auf jeden Fall gut. 1000 Meter Fluggeschwindigkeit auf der AP, 1259 auf der APCA. Damit kann man auch noch leben. Ja, und dann halt identisch mit der anderen Kanone auch noch. Mein Loadout hier auch 22-15 auf beiden Kanonen. Genauigkeit, also Stabi, Richtantrieb und Motor, also hier Antriebsstrang. Medkit, Repkit, Ration. Ja, und den Sander, den ziehe ich hier gerade mit hoch. Wie gesagt,
Ansonsten optisch finde ich den schon ein bisschen. Der macht mich schon ein bisschen an. Ich finde den schon geil mit diesem Turm. Die Wanne, ja, geht schon noch mit dazu, aber ich finde, der sieht schon cool aus auf jeden Fall. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Gehen wir in die erste Runde. So, wir sind in der ersten Runde Kloster Standardgefecht. Wir haben eine Top-Tier-Lobby. Ich glaub's nicht. Wir haben eine Top-Tier-Lobby. Okay, dann ab in die Heavy Gasse. Jetzt müssen da nur zwei, drei Panzer mitkommen, dann bin ich zufrieden. Ja, Standard B. Griff. Okay, noch ein Heavy wäre cool. Wie sieht es hier da aus? Orochi? Naja, gut, ich nehme mich jetzt mal nicht ernst. Mit seinen 40 fühlt er sich halt auch echt schnell an. Und die schafft er auch. Stellenweise. Das macht das Ganze wirklich angenehm. Ich dürfte jetzt nicht hier zumachen. Ich will hier durchziehen, bitte. Ist du jetzt nach oben oder nach unten? Mensch, Kollege! Hier ist 2-2, haben wir schon mal gespottet. Sie hat uns nicht gesehen. Dann drücke ich jetzt einfach gleich weiter mit vor. Er lässt sich droppen. Er weiß, glaube ich, noch gar nicht, was hier passiert. Ich hoffe, er hat kein großes Backup. Ist jetzt hier natürlich ein bisschen S. Ich bin dein Gegner. Ja, hat er mich gerade von hinten angeschoben? Schon, das wird eine Runde, wo man richtig Gas geben muss, um an Damage zu kommen. Oh Gott, was war das für ein Schuss? Den hat keiner gesehen. Werden schon abgefrühstückt. Also beide reingesammelt nochmal. Sind wir schon bei 4K Kombi. Oh, und der Cap wird jetzt gerade kritisch. Dann lasse ich mich mal droppen. Ich würde jetzt gerade richtig kritisch. Zeug, schön, schön. Ah, oh, die sind da in der Senke drin. Da kann ich dir nicht helfen, Kollege.
Habe ich jetzt gerade beide getroffen? Ich war unten, ich glaube gespottet. Oh, 705. Dann steht auch noch was. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Warte, ich glaube, ich habe gerade mein Todesurteil unterschrieben. Oh ne, wir haben durchgekappt. Oh, obwohl. Weiß ich nicht. Ich hätte gerne noch ein oder zwei angebracht. Aber ist okay, 3-6 geschossen, 800 unterstützt, sind wir bei 4-4 kombiniert, 530 abgewehrt. Ah, da musste sie jetzt ein wenig rennen, da war jetzt gerade, weil das Team halt einfach durchcappen wollte, wieder super Taktik, wirklich immer. Ich würde sagen, wir gehen in die zweite Runde. Zweite Runde, Dukla Pass, Standardgefecht. No. Gut mit hier, 10. Runde. Afra, ja, das wird doch lustig. Guck mal, da bin ich nur mit einem anderen Stufe niedriger. Zwei Artis. Boah, zwei 10er Artis, damit sich's auch lohnt. Das ist dann nur beruhigend, da weißt du wenigstens, dass es schnell vorbei ist. Aber er macht ja eigentlich wirklich gut Meter. Also dafür, dass er weniger PS hat, Leistungsgewicht, als der 8er, kommt er hier halt dafür echt gut vorwärts, würde ich sagen. Das Problem beim 8er ist einfach, glaube ich, dass der halt so wenig Endgeschwindigkeit hat. Vielleicht kann man da auch das Antriebssystem einbauen, dass man die Endgeschwindigkeit nochmal erhöht. Vielleicht wird der dann nochmal angenehmer. Der hat gerade schon so auf die Fresse gekriegt. Halt die Esse fest. Du bist dir deiner Lage bewusst? Okay. Warum jodelt der Leiter da in die Artis rein? Das hat doch jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht. Hier die Unterwand ist sofort. Ja, die Unterwand. Ja, ein Teil sieht man rechts vielleicht noch. Jetzt habe ich gepennt. Boah, Alter, da habe ich mir jetzt schon gedacht, nimmst du gleich beide Schüsse mit. Der T55, der weiß aber, dass ich jetzt im Reload bin. Boah, das war jetzt dumm. Gönnung. Nehme ich mit. E75 ist auch tot. Dann mache ich jetzt mal ein bisschen aggressiver hier. Mal jetzt mal gucken, dass wir die DBM hier ein bisschen ausnutzen. Jetzt mal wegen Endfeuer. Ach, hier steht der Afro. Die Art hier. Mal verpissen mit deinem scheiß Tank. Persönliches.
Nein, kommen wir doch nicht in Schuss. Hinten stehen. Ja, jetzt bräuchte man ein bisschen Licht. Sonst sieht man die Gegner nicht. Alter, wie ging die? Habt ihr die Schüsse gesehen? Junge, als wenn ich geschielt habe. Kugellos, Alter. Das kannst du ja gar keinem erzählen. Ich sollte den Doppelschuss, glaube ich, lassen. Das geht ja gar nicht auf Entfernung. Komme ich nicht ran an den Punkt gerade. Komm, mach dich leer. Ist nicht zu, mein Freund. Dafür soll ich. Hm, noch mal ein bisschen Support Spot. Okay. Cool. Jetzt nehmen wir beide, aber jetzt kann ich schielen, wie ich will. Junge, die Kugeln, die fliegen ja über Kreuz. Holla, die Waldfee. Jetzt machen wir noch ein bisschen Offroad. Aber hier höre ich auf, weil ich weiß nämlich, das ist kein War Thunder. Ein War Thunder könnte ich es bringen. Hier. Hab grad beide getroffen. Hab grad beide getroffen, oder? Das war frech. Das war frech. Aufrecht. Komm nochmal her. Komm, lass uns reden. Komm ins Café. Ich werde jetzt so safe sterben. Boah. Digga, lasst euch doch jetzt nicht hier von dem Leid rausnehmen. Wenn der jetzt hier oben drüber abhaut, dann war's das, dann sehen wir nichts mehr. Der ist eh schon weg. Ja. Das ist jetzt eine ganz schlechte Situation. Weil der wird sich jetzt versuchen, die Arti noch einzuverleiben. Hat angehalten, er hat den ES3 noch genommen, von hier hinten wahrscheinlich.
Starter aufgegeben gehabt. Ja, 5-2 geschossen, 640 unterstützt, 1-5 abgewehrt. Also gefällt mir sehr gut die IS 3-2, muss ich sagen. Ist ein echt geiles Ding. Die Wanne ist halt nur eine IS 3. Aber mit dem Turm, wenn man den Hulldown stellt, kann man super arbeiten. Die 8 Grad Gun Depression. Also, sorry, ich war gerade ein bisschen überrascht hier wegen T-34-3. Absolut geiler Panzer, der 9er, wirklich. Die DBM könnte ein bisschen besser sein, aber damit kann man arbeiten. Also wirklich, im Grunde, ein absolut geiles Ding. Muss ich sagen, absolut geiles Ding. Ja, das wär's zum 9er gewesen, Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim Video zum 10er.